Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird morgen am 1. Jänner um 11.15 Uhr live hier in ORF 2 übertragen. Es ist das erste kulturelle Highlight für Millionen Fernsehzuseher weltweit. Die Balletteinlagen hat erstmals der Choreograf und ehemalige Tänzer des Wiener Staatsballetts Andrei Kajdanowski kreiert. Der 32-jährige gebürtige Russe ist seit einigen Jahren international als Choreograf sehr gefragt. Er ist viel beschäftigt und stets bemüht, in der Tanzwelt heutige, neue Akzente zu setzen. Allein 6 Stücke hat Andrei Kajdanowski in diesem Jahr kreiert. Für das Moskauer Bolschoi genauso wie für das Bayerische Staatsballett in München oder das Nationalballett in Prag. Spitzentanz ist für ihn Geschichte. Er will Reales aus dem Leben erzählen mit heutigem Bewegungsvokabular. Gekonnt mischt der Choreograf Elemente aus dem Theater und dem Tanz. Auf der Bühne will ich eine kleine Welt erschaffen, einen anderen Blickwinkel, irgendwas, was uns reizt, das, was irgendwie da hinten bleibt, wenn man rausgeht. Auch die Balletteinlagen für das heurige Neujahrskonzert tragen die deutliche Handschrift des jungen Künstlers, der auszieht, um die Tanzwelt für junges Publikum attraktiv zu gestalten. Morgen ab 11.15 Uhr in ORF 2 sehen Sie das Neujahrskonzert 2019 aus dem Musikverein mit Christian Thielemann am Dirigentenpult. Er ist erfahren in der Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern, doch zum ersten Mal dirigiert er das Orchester beim traditionellen Neujahrskonzert.